Hallöchen. Eigentlich sollte das hier ein Video, nicht dieses Video kommen, sondern ein anderes Video mit Blink, Blink, Licht, hast du nicht gesehen. Ist mal was dazwischen gekommen. Ihr seht schon mein Diskettenlaufwerk. Das ist hier auseinandergebaut. Ja, passiert ist mir da, mir ist mein Kaffee auf den Amiga geflossen. Auf die Tastatur und ins Laufwerk. Keine andere Chance, weil der Kaffee mit Zucker ist. Das Ding auseinandernehmen, unter heißes Wasser und schön sauber machen. Und ihr solltet so das in dem Sinne nicht so auseinandernehmen. Weil die Justierung ist jetzt auf alle Fälle hinüber. Zu einem, weil ich den Motor abgeschraubt habe. Wenn der noch drauf gewesen wäre, wäre es vielleicht noch relativ einfach, das wieder hinzukriegen. Auch ohne Oszilloskop, ohne irgendwas großartig machen zu müssen. Weil das Problem ist, ich habe die Motorplatte abgeschraubt und die muss an einer bestimmten Position sitzen. Das jetzt gerade mal in die Hand kriegt da. Die Diskette hat ja drinnen diese Magnetscheibe. Und diese Magnetscheibe, die geht hier drauf. Oder Magnet, ja, die ist halt magnetisch hier unten. Da ist ein schwacher Magnet. Die wird hier drauf gehalten, wird festgehalten, wird positioniert. Bestimmte Position. Und wenn ich die Platte hier bewege oder verschiebe, dann schiebe ich ja auch die Platte hin und her. Dann stimmt die Spurlage vom Kopf halt nicht mehr. Also, das dürftet ihr nicht tun, wenn ihr irgendwo was habt mit einem Diskettenlaufwerk und das nur ein bisschen fetten wollt und ein bisschen reinigen wollt. Schraubt nicht die Motorplatte runter, wenn die abschraubbar ist. Die bleibt dann drauf. Auch die Platine oder das Teil, wo die Lichtschranke dran ist, für den Track-0-Sensor. Der ist hier auf der Platine direkt drauf. Und es sind so ovale oder langen Löcher. Die sind ja nicht direkt rund. Also auch die Platte kann man hin und her schieben. Also verstellt man sich auch die Position von Track 0. Wenn der Ding hier separat ist, kann man die Platine runternehmen. Es spielt ja dann keine Rolle. Aber solange der Track 0-Sensor irgendwie abbaubar ist, den nicht anfassen, den so lassen. Dann bleibt die Justierung erhalten. Ihr könnt hier den Kopf, da könnt ihr hier die Schiene neu fetten, die Köpfe reinigen und und. Und ich habe ja auch noch den Motor abgeschraubt, weil das sich nicht ablöten ließ, weil der ist hier, das ablöten bloß nicht, dann macht ihr das kaputt. Auf der anderen Seite, das Flachband ist auch angelötet, aber noch zusätzlich geklebt. Bei manchen ist es auch nur gesteckt. Aber hier ist es geklebt, also musste ich den Motor rausnehmen und jetzt ist die Justierung auf alle Fälle hinüber und das kriege ich nur noch mit einem Oszilloskop hin zu justieren. Wenn der Motor noch an seiner festen Position wäre, könnte man das eventuell noch hinkriegen, weil man nur den Track-0-Sensor ein bisschen hin und her schieben braucht oder die Platte ein bisschen hin und her schieben und dann wäre das wieder gut. Eine Sache dürft ihr aber auf alle Fälle nicht anfassen und abschrauben und zwar ist das hier an diesen Köpfen, diese zwei Schrauben. Wenn da dran geschraubt wird, könnt ihr eigentlich schon das Laufwerk nehmen und gleich in die Tonne schmeißen, weil dann lohnt sich das absolut nicht mehr, weil der Kopf hier ist zu dem unteren Kopf, der da unter sitzt, ausgerichtet und das muss auch so sein. Wenn ihr das hier lose schraubt, dann wandert der nach links oder nach rechts. Das kriegt ihr nicht wieder hin und der wandert auch nach vorne und nach hinten. Das kriegt ihr auch nicht hin. Das muss mit dem Kopf da unter übereinstimmen, das vielleicht noch zu 5% irgendwo möglich, aber dann könnt ihr das Ding nehmen, wegschmeißen und kauft ein neues. Das hier würde ich auch nicht so in dem Sinne wieder machen, das würde ich dann auch eigentlich nehmen und wegschmeißen und ein neues nehmen, wenn ich jetzt nach nebenan irgendwo in den Elektroladen gehen könnte und sagen könnte, hier, du, ich brauche mal ein Diskettenlaufwerk. Die Zeiten sind ja vorbei, wo man mal einfach mal irgendwo in so einen PC-Laden rennt und sagt, hier, du, ich brauche mal ein Diskettenlaufwerk. Hier hast du 20, 10 € oder was auch immer. Und dann gehst du nach Hause, baust das um für Amiga und fertig. Ist ja nicht mehr so. Man muss sich bei eBay erstmal suchen, gucken, bestellen, warten, hast du nicht gesehen. Den Knopf hier, den habe ich mir jetzt extra dafür ja noch gedruckt. Und deswegen, das kann ich noch wieder zusammenbauen, kann ich noch fertig machen, lohnt sich noch. Und man braucht halt ein Oszilloskop dafür, weil der Motor draußen ist, weil das alles jetzt dejustiert ist.
Und das werde ich euch zeigen. Ich werde das Oszilloskop dann anschließen und das justieren. Ich werde das gleich erstmal nochmal mit Isopropanol bestimmte Stellen sauber machen, neu fetten, soweit es mir möglich ist hier. Darunter ist irgendwo Fett. Da wo die obere Platte hier drauf nicht da ist, noch Fett. Hier unten an dem Hebel, der sich da bewegt, das ist auch Fett. Das muss alles erstmal raus und neu und hast du nicht gesehen. Und zusammenschrauben. Da werden wir uns gleich auf den Oszilloskop wiedersehen. Für euch ist es gleich, für mich ist es relativ viel später. Und dann zeige ich euch das, wie man das justieren kann mit dem Oszilloskop, was dann auch wirklich, ich sage mal, perfekt ist. Also zu 99% ist es dann wieder komplett justiert und funktioniert, solange die Disketten nicht im Arsch sind. So. Das werde ich euch zeigen und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Also bis gleich. So. Neue GoPro am Laufen. Ich habe jetzt hier das Kabel dran. Ne? Gucken, dass sie da keinen Kurzschluss macht. Nix. Auf der GoPro könnt ihr jetzt nichts sehen. Ich schalte ihn jetzt ein. So, brauche ich hier Floppy DF1. Head Calibration. So. Jetzt könntet ihr das eventuell sehen. Ich hoffe, es klappt. So, und jetzt drehe ich mal hier nur an der Spindel ganz leicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie das Signal kleiner und höher wird. Das wäre jetzt, das war jetzt gerade. Jetzt das Maximum. Jetzt gehen noch mal 50 Millivolt. Ich suche mal jetzt noch mal ein anderes Signal raus. Das ist die andere Seite. Das ist noch ein anderes Signal. Was tut das? Das tut nicht das, was es tun soll. Gut, gehe ich wieder auf den hier. Gucken, dass ich da keinen Kurzschluss mitmache. Und kleine Größe. Und ich muss es auf Maximum dann einstellen. Das kann ich jetzt nur erstmal so an der Spindel machen. Ihr seht schon, wenn ich jetzt den Kopf bewege, hat er da am Ende schon fast gar nichts mehr. Wenn ich jetzt noch versuche, auf Maximum zu stellen. Dann sagt er mir auch, okay. So, ich muss jetzt erstmal die Schrauben hinten lösen. Dazu hatte ich hier einen Schraubendreher. Wo ist der jetzt hin? Da. Um am Motor zu drehen. So, schraube ich den Motor nämlich hier hinten ein klein wenig lose. Und Dreh am Motor. Normalerweise sollte sich das jetzt verändern. Ach, der Motor dreht. Wenn ich jetzt hier am Motor drehe, ja, dreht sich nicht die Spindel. Jetzt ist es ganz raus.
Normalerweise sollte sich jetzt die Spindel mitdrehen, wenn ich am Motor drehe, aber das tut es nicht. Also muss ich das jetzt manuell machen. Das ist jetzt schlechter. Noch ein bisschen drehen. Das ist ja noch nicht das Maximum. Das wird schon ein bisschen besser. Jetzt riecht der Motor noch einen Millimeter. Immer noch nicht ganz so. Jetzt wird es schon höher. Noch ein Ticken. Noch ein bisschen höher geworden. Noch ein Millimeter. Es geht aber noch ein bisschen mehr. Normalerweise dreht sich dann die Spindel mit. Und ich kann das dann im Oszilloskop sehen, wann er denn genau auf der Spur drauf ist. Es wird aber schon besser. Noch eine Winzigkeit, noch eine kleine Winzigkeit. Wie viel ist denn das? Nicht mehr viel. Aber jetzt noch eine Winzigkeit drehe. Da sagt er natürlich, ist er komplett raus. Da kommt der erst. Da muss man noch ganz schön lange drehen. Kriege ich das mit dem? Das passt nicht. Denke ich da noch mal eine Winzigkeit? Ist er raus. Ist er auch raus. Aber ja, wäre kleiner. Also ich drehe jetzt den Motor so minimal und gucke aufs Ossi. Das ist die schon die Maximalamplitude. Würde sagen so. So, Zylinder 0 oder Trecken 40, jetzt sagt er auch okay und Trecken 79. So, jetzt bin ich wieder auf 0, jetzt versuche ich das mal, das mache ich nur manuell. Ich könnte die Dings getroffen haben. Das sind jetzt fast 4 Kästchen hoch und runter. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wenn ich jetzt noch mal an der Spindel nur minimal
wird das kleiner, wird auch kleiner. Also jetzt ist es abgeglichen. Jetzt ist es justiert. Es funktioniert jetzt, ne? Theoretisch. Ja, nicht theoretisch, praktisch auch. Er sagt mir ja auch in dem Programm. Zeit 0, Zeit 1, low up. Passt. Ich nehme mal eine andere Diskette. Passt. Passt auch. Glaube, da ist ja, weil da hinten am Ende nichts ist. Wird kleine. Das passt. Also es ist jetzt auf Maximum abgeglichen. So, habe ich denn hier noch an Disketten? Ich habe hier noch leer, 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 leer. Das sind alle leer. Da habe ich nichts drauf. Doch hier aber Disketten beschrieben. Man jagt Menschen. Lemmings 2. Wo ist die Lemmings 1? Lemmings. Nehme ich die mal raus. Das ist Lemmings Disk 1. So, das sieht gut aus. 0 sieht auch gut aus. 40 sieht auch gut aus. 79 sieht auch gut aus. So, nun ist es justiert, muss ich bloß noch hinten festschrauben und hoffen, dass es dann nicht wieder verdreht. So. Komm her. Komm rein. Der Motor steht jetzt komplett anders als vorher. Das sieht aber gut aus. So, hier nochmal die Pinzette, geh an die Spindel und dreh die nur minimal. Ja. Ja, also ein bisschen wäre noch drin gewesen. Das passt aber. Jetzt gehe ich mal hier nochmal. Nochmal auf 0. Geht da noch ein bisschen? Ja, würde noch gehen, aber er ist vom Level her auf allen Spuren fast identisch. Das passt. Ist okay. Das kann ich so lassen, ist jetzt justiert. Nur eben mit dem Motor drehen. Und man braucht halt ein Oszilloskop. Ich bin jetzt hier auf 2 Mikrosekunden. Also ihr solltet schon ein gutes 20 MHz Oszilloskop haben. Also ein 20 MHz Oszilloskop sollte man haben. Das ist jetzt ja halt nur ein einfaches analoges. Das reicht aber völlig aus. Ich hätte es auch als digital nehmen können, aber das wäre mir zu aufwendig. Aber das funktioniert. Ich könnte jetzt, ne, habe ich jetzt nicht auf Diskette. Sprich, eine leere Diskette oder eine Diskette an sich, ein Verify machen oder Daten lesen oder sowas, keine Ahnung. Alles egal, lassen wir so. Aber ihr habt gesehen, man kann ein Diskettenlaufwerk wieder justieren. Das war vorher nicht justiert, das ist jetzt justiert. Und er sagte mir auch hier mit dem Programm, diesen Amiga Test Kit, dass das alles passt. Jetzt mache ich das wieder aus, damit ich mir hier keinen Kurzschluss mache. Die Kabel löte ich jetzt hier gleich wieder ab. Diskettenlaufwerk kommt noch der Deckel drauf. Und dann ist das soweit fertig. Den Amiga, den Rest mache ich dann
die Tage fertig. Da mache ich nicht großartig Video drüber. So, aber wie gesagt, Diskettenlaufwerk ist wieder justiert. Ich kann es noch mal von hier hinten zeigen. Ich habe den Nippel, der steht jetzt hier oben. Als ich es auseinandergenommen habe, meine ich, war der Nippel hier an der Seite. Da oder da. Als ich es rausgenommen habe. Es hat sich jetzt verstellt, weil ich die Platte runter hatte und die Platte runter hatte. Die kann ich immer noch, also wenn ich sie jetzt lose schraube, könnte ich sie hin und her bewegen. In allen Richtungen, genauso wie die. Die kann ich auch hin und her bewegen. Ich habe aber versucht, sie. Ja, ich sehe schon, das ist doch nicht, sitzt doch nicht ganz. Ich hatte versucht, das so mit den übereinstimmenden Kratzern von den Schrauben wieder einzubauen. Die Platte habe ich relativ gut dahin gekriegt. Die ist hier leicht verschoben. Also, da sehe ich schon, dass es leicht verschoben ist. Das passt aber und das auch. Das reicht schon aus, dass man da ganzes Ende drehen muss. Gut, aber das wäre jetzt so, würde ich ein Diskettenlaufwerk abgleichen. So könnt ihr das auch machen. Gut, also das löte ich jetzt hier noch runter. Mach den Deckel wieder drauf, kann das dann wieder einbauen. Das wäre dann das Video, wie justiere ich das Ding mit dem Oszilloskop, wie geht das richtig? Weil das wollte ich euch zeigen, das habe ich halt nicht zeigen können, weil ich mir da bei dem anderen hier irgendwie einen Kurzschluss gemacht habe und dann ist da was kaputt gegangen und da hatte ich die Schnauze voll, dann wollte ich es nicht mehr zeigen, aber hier konnte ich es jetzt. Und wie gesagt, nochmal als Erinnerung, wenn ihr sowas macht, also reinigen, Fetten und sowas, schraubt nicht diese Sache runter, schraubt nicht die Platine runter, sofern da der Track-Null-Sensor, der hier drinne versteckt ist, der ist da unten drinne versteckt, der ist direkt auf der Platine gelötet. Schraubt die Platine dann nicht runter, wenn dieser Sensor separat irgendwie angeschraubt ist hier im Drive, dann könnt ihr auch die Platine runternehmen und kommt an die Elkos ran. Weil so komme ich jetzt hier ja auch nicht an die Elkos, die sitzen da ganz tief drin, da komme ich so nicht ran, da muss ich das abschrauben und dann ist die Justierung wieder hinüber. Also guckt nach, wenn ihr jetzt kein Werkzeug habt, um das einzustellen, gebt es Leuten, die es können. Ich kann es zum Beispiel machen, aber ich bin jetzt nicht die erste Wahl. Es gibt Leute, die machen dann auch noch gleich mehr. Die können euch dann gleich noch den ganzen Amiga machen. Könnte ich auch, aber ich habe die Teile nicht alle da. Die muss ich extra bestellen und das wird dann auch nicht gerade günstig für euch, wenn ich sowas mache. Das kann ich euch gleich sagen. Also für einen Fünfer kann ich euch nicht hier ein Diskettenlaufwerk justieren, also reinigen und justieren und so weiter. Das kriege ich nicht hin. Ach so, ich wollte noch sagen, warum bin ich jetzt hier an Testpunkt 1, 2 und 3 rangegangen? Woher weiß ich, dass ich da ran muss? Weil ich gesehen habe, dass da wohl solche Nadeln draufgepiekt haben in so einem Testadapter. Die werden ja dann wahrscheinlich in so einen Testadapter gesetzt und dann wird das justiert und dann geht es auf Reisen. Die löten ja nicht ständig daran. Und da habe ich gesehen, da ist was. Aber meistens haben die Laufwerke. Ich habe jetzt gerade kein anderes zur Hand. Irgendwo Testpunkte. Hier ist noch Testpunkt 4, Testpunkt 5. Wahrscheinlich wird einer von den beiden auch hier drauf gehen. Oder sogar beide. Weiß ich gar nicht. Aber das eine war bestimmt noch das Ready-Signal oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist der Ausgabe, der Wiedergabe Ausgangsverstärker Gedönse, das wird ja verstärkt, das Signal, und geht danach, was weiß ich, wohin, keine Ahnung, so genau stecke ich da nicht drin, aber man kann das Signal dann sehen, was er da von der Diskette liest. Es war ja so halbwegs ein Sinus gewesen. Und dann eben auf die stärkste, auf das stärkste Signal einstellen und dann passt das. Gut, ich will das Video nicht zu lang werden lassen, das ist schon ganz schön lang geworden. Macht aber nichts. Ihr habt es gesehen, ihr könnt es jetzt, hoffe ich, auch alleine, wenn ihr ein Oszilloskop habt und nicht wusstet, wie sowas geht. Es ist simpel.
Es ist eigentlich simpel, wenn man ein bisschen mechanische Fähigkeiten hat und elektrisch, dann geht das eigentlich. Es ist simpel. Es sollte nicht von absoluten Laien nachgemacht werden, das sage ich gleich, die davon absolut keine Ahnung haben. Wenn euch das Laufwerk was bedeutet, naja gut, aber dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!